Tada, da sind wir wieder. Jawohl, da sind wir wieder zurück. So, ich muss hier lang. Also, offline wird dort angezeigt. Oh oh. Es muss ja noch einen anderen Weg geben. Das Von da sind wir gekommen, oder? Das da hast du es schon aktiviert? Nee, noch nicht, gell? Nee. Ich glaube, das ist auch wieder nur so ein Sprachdatei-Ding, ne? Ja, genau. Failure. Error. Hardiman Aerospace Internal Complaint Submission. Ach, Mensch. 6, July 2037. Complainant. Rank. Scientist. Assignment. Ich versuche gerade einen Weg zu finden. Oshima. Deiner Seite? Ah. Rank. Commander. Keycard, okay. Assignment. Komm jetzt da rein? Please list complaints and grievances. Nein. Noch nicht. Ja, guck mal, an der Seite waren da noch andere Türen, oder? Aua, aua. Oder wie viele Türen waren denn da? Ich versuch's. Warte mal. Die ist eine dieses. Tür, so. Dieses. Ach ja, genau. Oh, cool. Hardiman Aerospace Internal Complaint Submission. Complete. Decision pending investigation and internal review. Bin ich jetzt gerade irgend so im Terminal vorbei oder ist es noch korrekt? Oder das ist draußen irgendwo. Sieht so aus. Unter dir? Oh, da vorne. Guck mal, da vorne. Ja, da liegt einer. Ich denke mal, da werde ich auch mal hingehen. Ich bin mir sicher, dass das die Frau ist. Will einfach nur mal just... Ja, sie sieht ganz so aus. Ja. Drück mal R3. Ist da irgendwie eine Audio oder... Oder nee, keine Audiodatei. Yep, ja, das ist, okay. Elisabeth. Sa, hat die doch vorhin geflüstert. Ich hab's doch gewusst. Okay, ich hole erstmal. Und dann wieder da rein? Müssen wir dann wieder da rein? Oder? Ich glaube, ich muss da unten links hin, oder? Oder erstmal da rein. Kann es sein, dass die Tür jetzt offen ist, oder? Ach, weil da ist er. Ne, der Pfeil zeigt mir an, ich muss da so um die Ecke rum. Also gehe ich da einfach okay, mal gut. Da so rüber. Oh Gott. Alles okay, ich habe alles im Griff. Gar kein Problem. Ich könnte auch mal ein bisschen boosten, aber nicht viel. So ein ganz kleines bisschen. Oh, oh. Da ist der Eingang, oder? Bitte sag mir, dass das der Eingang ist. Ja, sieht so aus. Ja, da müssen wir auch rein. Ich glaube, das hat alleine jetzt schon wieder eine Menge gespart. Ich kann es aber nicht sagen. So, hier muss doch noch irgendwo so eine Lebensenergie... Ach, da, oder? Ist die aktiv ja. Oder ist die leer? Die müsste ja aktiv sein. Wir sind ja noch nicht hier gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann das sein, dass wir uns die ganze Zeit irgendwie im Kreis bewegen? Ich weiß es Nein. echt nicht. Nein. Ich weiß es echt nicht. Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Muss ich jetzt unten rum? Nee. Nee, da ist nur eine Tür, oder? Ja, genau. Ich muss definitiv hier durch. Wow. Mobiles Mainframe. Ach, wir sind schon da. Ja. Okay. Dann kommt ihr jetzt wieder diese kleine Cutscene, nicht wahr? Oh, das nehme ich so. Oh, ja, genau, und der Pokémon-Ball. Die Pokémon-Balltür. Ja, auf ins Stadium. Obwohl, wir müssen ja eh nochmal zurück, um das zu aktivieren, dieses Terminal hier. Normalerweise genau. Schon. Ja, also können wir dann auch die anderen zwei noch aktivieren. Wenn sie mittlerweile... Ja doch, mittlerweile müssten sie ja alle funktionsfähig sein. Ja. So, da hoffentlich kriegen wir jetzt auch gleich mal eine Instant-Reparierung. Oder Reparatur, besser gesagt. So, wir stellen den Kern her. Na... Fehlgeschlagen. Ein 3D-Kern. Hä? Notfall-Backup Terminal Orten. Wir konnten den Kern nicht herstellen. Wir sind ewig weit weg, ne? Oder das soll so sein. Ja, das ist auch so, aber es ist gerade fehlgeschlagen. Wir konnten den Kern nicht herstellen. Ich muss jetzt wieder zurück. Man hat gerade gesehen, wie weit weg wir waren, ey. Boah. Halt. Aua, Mann. Oh Gott.
Halt, halt nicht so an die Decke. Irgendwo hier sollte ich gerade raus, irgendwo. Ja? Ich hab die Tür. Hä, Tür? Wo ist die Tür? Wird ja links von dir angezeigt. Ach, ja, da wo wir reingegangen sind. Ja, jetzt doch. Hä, gerade eben wurde es mir anders angezeigt. Ne, ich weiß auch nicht. Okay, wir brauchen... ist ein anderer Weg, genau. Ja, stimmt. Das ist jetzt irgendwie so ein kleines Schlupfloch gewesen. So, ich brauche dringend erstmal da vorne ein bisschen Sauerstoff. Ein Medipack. Ja, so nett, wa? Ja. Zum Glück leuchten ja ein bisschen grün. Das wäre sonst echt unangenehm. Ach, da! Ach, da hinten. Spire? Was zum Geil ist denn jetzt Spire? Oh je, Mini. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Natürlich darf ich durch die Stahlträger durchfliegen. Ja. So viel Metall. Das ist doch ganz einfach. Ja, das dürfte eigentlich gehen. Ich lasse mich auch mal kurz ein bisschen treiben, weil irgendwie werden wir auch nicht unbedingt viel schneller. Habe ich das jetzt bewegt? Ja. Nein, das hat jetzt gerade irgendwie die ganzen Sauerstoffdinger hier weggekickt. Ach, da vorne liegt ja noch mehr. Ich versuch's gerade zu ordnen. Ich versuche gerade nebenbei noch zuzuhören. Also der eine hat anscheinend Krebs noch gehabt. Wir haben echt komische Leute hier auf dem Schiff. Der alte Franzose, oder? Ja, scheint so. Echt merkwürdige Leute hier mit auf dem Schiff dabei gehabt. Und das hier sieht nach einem riesen Solarsegel aus. Drück mal R3. Wir müssen ja irgendwie den Eingang finden, oder? Ich drücke und ich kann sein da vorne, oder? Ich tippe mal da unten auf die Mitte. Ich weiß es nicht. Da links ist auf jeden Fall Lebensenergie. Also Sauerstoff. Ich sag mal Lebensenergie. Ja, Minipack. Alles dasselbe. Ja, so grob. Warte mal, okay. Da passe ich da durch? Ja. So dick bin ich nicht. Ah, verdammt. Oh, doch. Das geht wirklich nicht. Man kommt da einfach nicht durch. Das ist wie so eine unsichtbare Wand. So. Halt, halt, jetzt nimm doch. So, reicht eins. Okay, irgendwie da vorbei. Und irgendwie oder nach weit... oben? Halt, nee, warte mal. Hier wurde es gerade irgendwie... Irgendwas wurde hier gerade... Kannst du nur nach oben? Entweder nach oben oder nach unten. Ey, irgendwo hier muss der Eingang sein. Hä? Es wird mir direkt hier angezeigt. Irgendwo links. Und jetzt irgendwo rechts. Also wenn ich nach dem Pfeil gehe. Ach, da unten oder was? Ach, nee. Ach du Scheiße. Warte mal kurz, ich hole erstmal schnell Sauerstoff. Ich glaube, ich muss jetzt von hier aus direkt nach unten zu dem großen Raumschiff. Ja, halt zu der großen Station. Okay. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das schaffen, aber... Weil so wie das angezeigt wurde, muss ich, glaube ich, wirklich... Ach, nee. Hätte... Doch, da entlang. Ja, anscheinend. Ja. Ja. Das ist Wahnsinn, ey. Das ist total so viele Wahnsinn. Wege. Ja, absolut. Vor allem, ob wir das jetzt schaffen. Ja, ich hoffe einfach mal. Ja, da vorne müsste ja wieder Leben liegen, oder? Ich da gucke, vorne, ja. Ja, wird ja angezeigt. Ja, da hat es gerade kurz grün geleuchtet. Das ist Wahnsinn, ey. Wie groß das Ganze hier ist eigentlich. Dieses ganze Areal ist schon eigentlich riesig. Ja, und also für 20 Euro bekommt man sehr viele Geburten. Ja, das stimmt. Also es ist eine wunderschöne Reise auf jeden Fall durchs Universum, sich das anzugucken, ist schon geil. Ja, toll. Wo sind die Puddeln dazu? Aufmachen, oder? Hä? Ich
Ich fühle mich veräppelt. Aua. Ach, da! Links, da. Ja, halt, halt, halt. Oh, komm schon, nein! Oh. Scheiße. Oh Gott. Beilung. Ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Ah, oh, na Gott sei Dank. Ja, kannst du das andere direkt aufnehmen, oder? Ich guck grad mal, ob ich's find. Wo ist es denn jetzt hin? Jetzt ist es... weggeflogen. Ja. Ah, scheiße. Nee, da oben einfach ist es. Weiter. Da oben ist es. Okay, so. Passt die Richtung überhaupt noch? In welche müssen wir denn? Wir müssen da lang, ne? Ja. Da lang. Hä? Ja, doch, da lang. Ja, genau, der Pfeil zeigt nach da lang, ja. Da, hier verliert man so schnell die Orientierung. Muss ich da rein? Ich weiß es hinten, ehrlich gesagt. Oder? In ja, den da. Raum, ja. Kann ja, ja nur. Ja, es sieht aus, als wäre das die einzigste Möglichkeit. Ich hoffe, dass es auch da reingeht. Nicht, dass es jetzt wieder so ein blödes Fenster ist. Das ist ein Fenster. Drück mal hier genau. R3. Bestimmt geht's oben rum rein. Oder? Nein, auch nicht. Nee, drück nochmal R3. Ach, da ist was. Ja, aber ob wir da hinkommen und dann wieder zurück? Ja, ne? Oder? Ja, das schaffe ich. Das ist kein Problem. Ach, das ist der nächste Astronaut. Das. Wer ist das? Das ist der Franzose bestimmt, oder? Sebastian. Ja, Sebastian. Mhm. Na, ich treibe ein bisschen ab. Da vorne ist der Weg. Oben? Was? Osten. Oben? Ach, da. Da kannst du rein. Ja, da gehe ich auch erstmal hin, um ein bisschen Sauerstoff zu tanken und dann. Mal gucken. Passe ich da durch? Oh. Oh. Das ist über. Nein, oder? Das ist nicht wahr, dass man da nicht durchpasst. Ah, fuck. Jetzt habe ich auch mal eine gewischt gekriegt. Jetzt weiß ich, wie sie das anfühlt. Ist nicht so schön. So, jetzt bleibt die Frage, wohin jetzt? Nach oben. Nach in den oben? Raum rein. Warte mal, ich drehe da lang, oder wie? Ah. Ja. Es wird mir aber nach rechts angezeigt, ne? Da lang. Siehst du das? Ich glaube. Ja, aber da ist doch kein Weg. Wir sind da jetzt in einmal verkehrt gelaufen. Von da sind wir da gekommen, oder? Ich glaube, ich muss da lang. Ja. Nein, nein, nein. Weißt du. Doch, ja, wir müssen wirklich da lang. Ja, keine Ahnung. Ja, was guck. Der Pfeil, ich der, weiß sogar, weißt du auch warum? Guck mal. Zeigt uns da irgendwo hin. Ne, weißt du auch warum? Guck doch mal, wo wir sind. Da unten ist die kreisförmige Formation. Das heißt, wir kommen langsam wieder in Richtung der großen, runden Sache. Ja, da ist auch das Ziel. Also, mir wurde gerade was angezeigt. Da, siehst du es rechts? Nee. Ach, da unten, ja. Doch, doch. Also scheint die Richtung zu stimmen. Ja, und dann kommen wir auch wieder da in die Station rein. In die Mitte, genau. Ja, okay. Ja, da haben wir uns ein bisschen Weg gespart, aber ja gut. Ja, etwas. Und jetzt sieht die Erde nämlich auch wieder total komisch aus, so unten. Total verbrannt. Ja, verbrannt und irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und es ist auch dunkel auf der Erde, wenn du mal drauf achtest. Es ist, die Sonne scheint da jetzt gerade nicht. Oh, was geht denn jetzt ab? Wieso kommen da jetzt creepy Geräusche ausgerechnet, wenn ich jetzt da lang gehe? Ah. Hui. Wieso krieg ich komische Musik immer? Das scheint. Ach so, das ist so eine zweite Station, um Kerne herzustellen. Ja, genau, das hat ja eben nicht funktioniert, also machen wir jetzt hier den Kern. Den ja, blauen. Anscheinend. Das hier sieht es auch ziemlich neu aus, noch relativ. Ich denke mal, hier wird es wahrscheinlich gehen. Okay. Das Ding ist schon mal online, das ist schon mal gut. Ja.
Sauerstoff ist Tutti, Antrieb ist auch Tutti, Mobilität ist auch Tutti und die Integrität. Integrität? Repair and care. So schaut's aus. Jawohl. Okay, gut. Okay, zurück. Kriegen wir jetzt auch unseren Kern? Ja. Okay. Oh, hoffentlich klappt's diesmal. Ja, genau, wir müssen jetzt nur noch zurück, den Kern einsetzen und dann die anderen drei Kerne noch aktivieren. Ja, diese Terminals normalerweise. Ups, ich muss sie bestätigen. Envigo-Kernherstellung eingeleitet. Ja, oder? Warte mal. Wird hergestellt. Yes! Ja, perfekt. Okay. Perfekt. Okay. 86%. Sehr schön. Und jetzt müssen wir nur noch wieder nach Hause. Also, was heißt nach Hause? Halt in. Ja, zurück in die Mitte. Genau, in den Hauptbereich halt. Gut, dann schwebe ich mal dahin. Boah, von hier aus sieht alles so. So kaputt aus. Jetzt hat die Erde so einen gelben Rand. Ja, oh, wallig. Das ist die Himmelsphäre, Atmosphäre, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Okay, dann wieder ab in die Mitte. Ja, ich versuch's. Oh, warte mal, hä? Ja, ich hasse es, wenn der Pfeil einfach mal die Richtung ändert. Einfach da lang, oder? Ja, in die Mitte da unten. Ja, ich versuch's. Du kannst ja dann irgendwo reingehen, wo ist ja egal. Es gibt ja mehrere Wege. Ja. Ja, wenn das klappt, ne? Also, Ja, die Entfernung sieht ziemlich groß aus. Ich guck grad schon mal, wo ungefähr der Punkt ist, wo wir hin müssen. Ja, ist doch egal, wo wir reingehen. Eigentlich schon, ja. Wir können vorne an der Seite, Osten, reingehen. Ja, du meinst da rechts, ne? Ja. Ja, mir geht's halt auch darum, dass ich halt auch am besten, treiben lassen, oder? Ja, ich versuche mich gerade ein bisschen treiben zu lassen, um Sauerstoff zu sparen. Ich weiß nur nicht, ob wir uns da überhaupt in die richtige Richtung noch bewegen. Aber normalerweise müssten wir ja. Ich glaube, wir kommen näher. Ja, wir kommen immer näher. Es dauert nur eine Weile, aber wir kommen näher. Ja. Ja, immer noch besser als drauf zu gehen. Ja. Die Erde geht unter. Ja, Wahnsinn, ey, das sieht aus. Nee, weißt du, was es ist? Hm? Das ist Dings. Das ist, glaube ich, kein Feuer. Das sind einfach nur die Lichter von den Städten und so. Oder? Ach so, in der Nacht, oder? Ja. Ja, aber das sieht eher aus wie Lava oder Feuer. Ja, es wirkt ein bisschen rötlich, aber ich meine, hey, ich meine. Es könnte auf jeden Fall sein, dass es dann doch eher die Lichter der Stadt sind, weil es halt so versprenkelt sind und an gewissen Punkten ist ganz viel. So da, wo hier immer die größten Städte sind und so, ne? Ja. Gut, ich habe noch nie gesehen, wie die Erde, glaube ich, bei Nacht aus dem Weltraum aussieht. Oh Gott. Ich bewege mich mit einem... Ja, wir sind hier im Moment da. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich bewege mich mit... einem Kilometer pro Sekunde wahrscheinlich. Drück mal kurz R3. Okay. Also es wird zwar angezeigt, doch das muss auch der Weg sein. Weil das der einzigste Weg, der nah genug dran ist. Machen wir mal relativ. Ich versuche zwar immer ein bisschen zu boosten, aber ich will nicht so viel boosten. Ja, okay, wir sind aber auch gleich da. Da vorne müsste irgendwo wieder etwas liegen. Ja, da ist auch irgendwas Grünes. So, ich lasse mich gerade mal treiben. Um erstmal zu gucken, ob hier irgendwo was ist. Da ist was. Ja, da unten. Ja, am Eingang. Ja. Okay. Wow, hier. Die Splitter hier spielen gerade verrückt. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich halt auch irgendwo was erwische. Da, ich steuere genau auf eine zu. Wenn ich das richtig sehe. Yep. Oh, Gott sei Dank. So, Sauerstoff.
So, und jetzt könnten wir doch eigentlich... Ja, wir gehen jetzt da rein. Ja, eigentlich einfach hier rein. Und gucken erstmal, wo wir gelandet sind. Und dann gucken wir, ob wir das Terminal... Ne, wir sind sogar am blauen Terminal, genau. Müssten eigentlich, ne? Ja, wir gehen erstmal den Kern aktivieren. Also reinsetzen. Ich glaube, ich kann das Terminal auch schon vorher aktivieren, weil ich jetzt einfach... Oder? Nee, geht nicht. Du musst ja erst den Kern einsetzen. Jetzt sehe ich auch gerade, dass ich erstmal wieder so irgendwie seitlich schräg auf dem Kopf stehe oder so. Also hier ist das Terminal. Aua. Ja. Ja, genau. Oder? Das ist doch das, ja. Und jetzt will ich mal gucken, ob wir das jetzt schon aktivieren können. Weil wir haben ja eigentlich einen Kern. Weil vorhin ging es ja auch. Ja, aber der muss dann eingesetzt werden. Ja, aber vorhin ging es doch auch. Vorhin ging es, weil wir den Kern eingesetzt haben. Vorher. Ja, stimmt. Da hast du recht. Ja. Warte mal, Verbindung wird erneut hergestellt. Da, es geht. Ja, online. Ja, dann gehen wir jetzt vorher zu den anderen Kernen hin, oder? Okay, also wir brauchen noch Spiritus und Vocalis. Genau, das war, was für Farben waren das? Rot und, keine Ahnung. Gelb und noch was. So, warte mal, erstmal durch die...